So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ihr seht, es ist gleich 18 Uhr, 17.57, deswegen ist es auch schon wieder so dunkel. Haben mir extra was Weißes angezogen, dass man mich besser sieht. Wir wollen schnell mal ein Glücksei einwerfen, nicht, dass manche hier schon wieder die Geschenke öffnen. Da ist schon eins auf, aber da das Ei an war, hat es natürlich jetzt da noch mit reingezählt. 20.000 gibt es gleich mal vorher. Wir steigen dann ein bisschen auf mit ein paar besten Freunden, mit ein paar Hyperfreunden, die werden wir dann alle wieder aufmachen. Nach dem Raid, erstmal spielen wir den Raid und gucken, wie viele Punkte wir heute abstauben können. Da, die Christel ist auch am Start mal wieder, die hat sich heute verkleidet, bei der ist schon Halloween. Ich fühle sie, glaube ich, ein bisschen gemobbt. Da kommt der Rest, wir machen mal kurz einen Umschwung. Oh, seht ihr? Zwei andere Leute sind auch da, gut. Nein, passt schon so. Wir würden gleich reingehen, denke ich mal, wenn es aufgeht, oder? Hm? Ich weiß nicht, ob die dann wieder privat machen oder ob die dann warten, bis alle durch sind von uns oder ob plötzlich 100 Leute in der Lobby sind. Kann man ja auch mal beantragen. Wir gehen auf jeden Fall gleich in den Raid und melden uns danach zurück, wenn wir die Levelaufstiege machen. Mie. So was nicht. Sehe ich dich nicht mehr, Hund. Hundiwursti. So, alle Pokémon wurden besiegt, immer kurz vorm Schluss. Da geht ihr nochmal neu rein und seht, da fällt es schon in die Knie, also so muss es sein. Irgendwie komisch, da denkt man, Machomaya-Armee regelt da alles, aber selbst die Stücke gehen jedes Mal down. Drück mal kurz durch, guck mal, wie viel das hat. 21 noch was bräuchte man. 20, 77, das ist nichts. Hat jemand über 21? 21.06. 21.13. 21.13. 21.3. 20.68. Das ist nicht über 21. Ah, cool. Gut, wir fangen das jetzt erstmal an, dann gucken wir uns noch die Levelaufstiege an. So, da haben wir uns verdrückt, aus Versehen die falsche Beere draufgeworfen und schon nochmal 12 Bonbons statt 6. So können wir es natürlich auch machen. Wir bewerten das mal kurz. Schlecht, gut, können wir eigentlich gleich verschicken, tauschen kann man sie auch nicht. Da kommen schon die Freunde rein, 200.000 Erfahrungspunkte vom Funkam Duktsch 19. Den Rest müssen wir aber jetzt erstmal aufmachen und laufen, glaube ich, noch zum Friedhof und da noch einen mitmachen und ja, gucken, was dabei rauskommt. So, da ist auch Berli 2019 aufgestiegen, beste Freunde. Gebirgs-Uhu aufgestiegen, beste Freunde, nochmal 200.000. Spoofer Girl 1984, die spielt bestimmt Legit, aufgestiegen, beste Freunde. Na, Terrorzicke, 200.000. Jetzt wird es gleich dunkel hier, aber der Bildschirm leuchtet ja. Vorbelastet, richtig cooler Dude. Hyperfreunde, nochmal 100.000. Angel 1990, Hyperfreunde, nehmen wir auch gerne mit. Konstin, Grüße gehen raus, auch in Sachsen, 100.000, Hyperfreunde, der Pokéball vom L, Hyperfreunde, nochmal 100.000, Iadran 1, Hyperfreunde, Ice Storm 1x1, Hyperfreunde, nochmal 100.000, oh, hier müssen wir stehen bleiben, Jonas, übelst lange Zahl, Hyperfreunde, meine Sache, Hyperfreunde, 20 Stück müssten das wie gesagt sein. Nerval 76, auch Hyperfreunde. Und. Nokato 76, die kennen sich wohl. Percy Lisa 1003, auch Hyperfreunde, alle mit dabei. Rasengrabler, nochmal 100.000. Jetzt wird es wieder hell, das sieht gut aus. Der Thunfrosch, eine Mischung aus Frosch und Thunfisch. Zaki Tzatziki, auch Hyperfreunde, auch 100.000. Zogomon 100.000, nehmen wir auch mit, wunderbar. Jetzt dürfte es aber gleich zu Ende sein. Na, da kommt nichts mehr. Ihr seht, in der Stadt unten geht noch einiges ab. Da sind überall die Dark Rays. Heißt das eigentlich Dark Ray oder Dark Ray? Ja, keine Ahnung, wie das sprechen tut. Weil Rayquaza war ja mit Y und war Ray und nicht Rayquaza. Und das ist Dark Ray. Rey Mysterio, Dark Rey. Gute Frage. Auf jeden Fall, wir laufen jetzt hier noch auf dem Friedhof. Machen hier oben noch den Raid. Zum Abschluss, Glücksei läuft ja auch noch.
Und dann danke nochmal an alle, die da mitgemacht haben bei den Levelaufstiegen, die jetzt ewig gewartet haben, bis wir endlich mal die Hyperfreunde und besten Freunde erreichen. Und arbeitet immer mit dem Buddy. Schreibt also immer dran, wenn ihr euer Glücksei zündet und wenn ihr die Levelaufstiege machen wollt. Bei manchen steht ja da Open Sea Day, da wisst ihr, lasst zu, mach mal am Sea Day. Und andere, die schreiben auch ein Datum dran mit der Raid-Stunde. So kann sich dann keiner beschweren, dass keiner was wusste. Also immer schön den Buddy umbenennen und schön das Community-Eck nutzen und zünden. Dann kommt auch jeder auf seine Erfahrungspunkte. Wir gehen jetzt hier gleich noch in die Lobby, wenn alle da sind. Gucken mal, ob wir ein besseres kriegen als das eben. Melden uns nochmal, wenn wir das fangen. Der schüttelt sich, das Flöhe. Wollt ihr euch auch in den Brunnen tunken? Schreibt's mal in die Kommentare. Der fällt doch gleich rein, oder? Der fällt doch gleich rein, genau. Riecht schon nach nasser Hund. Schau mal die Kamera ab. Hat jemand was über 21? Ja, was? Geh doch mal gut um. Das hat gar keine Zahl. 21, 20, ja. Das ist gut. Ja, das ist gut, ne? Glückwunsch. Ich renne jetzt erstmal da runter und kümmere mich um meine. So, der Max hat einen 21-20er. Ich glaube, ich stehe schon wieder falsch. Ich glaube, ich bin richtig. Ich muss auf die Seite. 21-20 hat er. Wir gucken mal kurz, was. Nein! Krumm! Ah, jetzt geht auch noch ein Ei auf. Tschüss! Aufbewahrungslimit erreicht und Mediti braucht man doch gar nicht. Haut ab mit dem Mediti. So, gleich weg. Das hauen wir auch mal weg. Zur Sicherheit. Und hoffen, dass wir jetzt eins über 2077 haben. Und wir haben 2095. Ist schon mal besser. Das müssen wir jetzt noch fangen. Und es ist gut. Hier seht ihr mal bei Max, ne, das 21-20er hat also 15 Angriff, 14 Verteidigung, 13 KP. Kann man mitnehmen, sieht gut aus auf jeden Fall. Glückwunsch. Ja, danke. Ich bin leider wieder unter 21, aber ist ja noch ein bisschen da. So, da ist es auch drin, Klasse, Darkrai. Wurde gefangen, nochmal 6 Bonbons, 66 haben wir jetzt. Halloween. Das war's aber jetzt. Also danke nochmal an die ganzen Levelaufstiege, an die Leute, die da mitgemacht haben. Wir sehen uns sicherlich am Sea Day wieder. Bis dahin sammle ich. Für die nächste Raid-Stunde lohnt sich's, glaube ich, nicht. Und boah, eigentlich lohnt sich sowieso nur, wenn da 20 Leute dabei sind, dass man die gleich aufmachen kann. Für 2-3 Leute wäre es eigentlich Verschwendung. Also der nächste Levelaufstieg, denke ich mal, ist am Sea Day. Danke für alle, die mitgemacht haben. Und wie viele Darkrai Raids habt ihr heute gemacht? Was war euer höchstes? Und habt ihr ein Shiny bekommen? Nein, natürlich nicht. Spaß auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramsus.